Vielleicht bleiben wir mal beim Thema offen. So eine MOOC-Produktion ist ja relativ teuer und die Betreuung letztlich dann auch natürlich, wenn man intensiv die Diskussionen mitverfolgen will unter den Studierenden und dort eingreifen und unterstützen möchte. Mittlerweile wird ja auch die Kritik an MOOCs laut, dass eine Online-Betreuung von so vielen Teilnehmern ja ohne letztlich eine Finanzierung auf der anderen Seite gar nicht möglich ist. Sebastian Thun beispielsweise hätte jetzt auch einen Bezahlmodus eingeführt. Und das ist natürlich jetzt die Frage, wenn man einen Massive Open Online-Kurs hat, also viele Teilnehmer, die kostenlos teilnehmen, die kann man nicht betreuen. Und wenn man sie gut betreuen will, kostet das etwas, sodass sowohl das Massive als auch das Open gefährdet ist. Würden Sie das genauso sehen? Oder ist eine gute Betreuung von Studierenden tatsächlich in einem Massive Open Online-Kurs gar nicht möglich, sondern brauchen wir die Small Private Courses? Ja, ich sehe da überhaupt keine Alternative zu. Also es gibt jetzt keine Alternative dazu, dass man, oder keine Möglichkeit, dass man eine vernünftige Betreuung leisten kann, wenn man darauf verzichtet, dafür Geld zu nehmen. Es gibt auch noch weitere Folgen. Also ich wüsste auch nicht, wie man das machen sollte. Also man hat es mit den Peer Reviews versucht, aber auch da haben ja nur knapp 3% der Teilnehmer mitgewirkt. Bei den Peer Reviews ist der Nachteil bisher gewesen, dass man eigentlich erstmal ein Training zum Peer Review einschalten muss, damit die Leute wissen, was sie machen. Und Coursera zum Beispiel hat aber nicht zugelassen, dass Leute, die dieses Training nicht gemacht haben, dann nicht hinterher zum Kurs weiter ausgeschlossen werden konnten. Sodass dann wieder Teilnehmer kamen und gesagt haben, nee, ich will aber nicht von solchen Peer-Reviews haben, die das Training gar nicht gemacht haben. Also das beißt sich alles immer wieder in den Schwanz. Und das interessanteste Phänomen ist jetzt im Moment, dass also zum Beispiel die Regierung den edX-Leuten Harvard und MIT empfohlen hat, sie auf keinen Fall die Credits als Credits ihrer Hochschulen anzuerkennen. Warum? Also die Ivy League Hochschulen und Stanford leben von den Stiftungsgeldern. Das heißt, die Studenten leben nicht von den hohen Studentenbeiträgen. Die meisten Studenten zahlen gar nicht. Die werden finanziert aus den Stiftungsgeldern. Das heißt, sie kriegen alle Stipendien. So. Damit aber das Geld nicht alle wird, müssen diese Studierenden, die das Stipendien kriegen, zahlen nachher als Alumni, einige davon, zahlen dann wieder gut ein in die Stiftungsgelder. Das ist sozusagen ein virtueller Zyklus. Und die Regierung, also das National Institute for Economic Research, hat also gesagt, ihr verletzt diesen Zyklus. Die Studenten, die bei euch sozusagen von den Stiftungsgeldern leben, würden das langfristig nicht akzeptieren, wenn externe Studierende Credits kriegen. Das verletzt ja sozusagen ihre besondere Rolle, die sie haben. Und dann werden sie möglicherweise nicht mehr stiften. Das wäre eine kritische Sache. Was hat edX darauf gemacht? Sie haben sofort exklusive MOOCs für ihre Alumni angekündigt. Ja? Um das wieder auszugleichen, sozusagen. Ja? Also man sieht, wie diese Geschäftsmodelle, diese Business Ideas sozusagen, alle immer wieder in dieses Ding reinspielen. Und deswegen glaube ich nicht, dass man in irgendeiner Weise eine vernünftige Betreuung hinkriegen kann, ohne tatsächlich Geld dafür zu verlangen. Das Problem ist nur, wenn man Geld dafür verlangt, wird es zurückgehen.
die Nachfrage wird zurückgehen. Ja. Es gibt schon zwei Beispiele dafür, also Austin, Texas, haben Psychologiekurs eingerichtet für ihre eigenen Studenten und haben Geld von Externen dafür verlangt, dass sie daran teilnehmen, wollten das auch dann kreditieren. Es haben nur 50 Studenten sich eingeloggt. Klar. Ja, also da geht es sofort runter. Ja. Das heißt also, dieses Phänomen lebt durch die Kostenfreiheit. Klar, wenn es kostet, dann machen nur noch wenige mit. Das heißt letztlich, wenn wir die Ebene von dem einzelnen Professor, der sich sozusagen, der vielleicht noch idealistisch den MOOC durchführt, im Sinne von, meine Inhalte sollen auf der ganzen Welt zur Bildung der Allgemeinheit beitragen. Wenn es diese Ebene verlässt, geht der Idealismus relativ schnell flöten.